Pünktlich zu Folgenstart, ich starte mit Musik. Und damit, hola, lieber Interneter. Willkommen zurück bei Life in the Woods. Bin ich gestiefelter Kater heute? Nein, bin ich eigentlich nicht. Sag mal, wieso sprichst du so komisch? Moin, willkommen zurück. So, was machen wir denn heute? Guck mal hier, ich habe hier schon ein bisschen angefangen. Ich wollte ein bisschen terraformen, weil ich hier in dieser Ecke die Häuser bauen wollte. Aber wir haben ja gesagt, wir machen so Einzelhäuser, wo Sachen reinkommen. Wie zum Beispiel Werkzeuge und Essen, also das ganze Getreidezeug und was weiß ich. Also, dass wir da wirklich ein paar schöne Häuserchen machen. Ah, das ewige Feuer. Schön, die Ecke kommt hier langsam auch. Ist das herrlich. Genau, deswegen habe ich hier schon mal angefangen zu terraformen. Ich wollte das dann im Livestream irgendwann weiterziehen. Werde ich auch machen. Das machen wir heute nicht, heißt das. Und hier oben haben wir unser Nita-Portal, ne? Und da haben wir gesagt, wollten wir so ein Highway to Nita-Hell bauen eigentlich. Und ich glaube, das machen wir heute mal. Dass wir mal gucken, wie wir uns hier am besten raufbauen. Nee, bestmöglich ohne, dass wir so viel terraformen müssen, ne? Pass mal, dann machen wir das so. Wir wollten uns ja so eine kleine Treppe da eigentlich hochbauen, ne? Klein ist gut in diesem Falle. So, pass mal auf, dass wir hier vorne so einen Weg zusammenlaufend machen. Okay, ich glaube, wir müssen echt weiter nach hinten. Das muss ich mir gleich alles mal angucken. Ach Gott, ich hasse das. Dieses Clay. Jedes Mal setzt er mir die Clays hin, wie die Claymores. So, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Wieder 18 Uhr. Langsam pendle ich mich da auch ein, was das angeht. Dass wir jeden Tag um 18 Uhr eine neue Folge machen. Ist ja auch eigentlich ganz geil, ne? Also, so eine gewisse Kontinuität. Habe ich schon gelernt, ist beim Radio auch immer ganz gut. Und wenn wir das jetzt hier wirklich durchziehen sollten, dann wäre das cool. Auch wenn das viel Arbeit ist. Aber es macht ja Spaß. Gerade Life in the Woods. Muss ich wirklich sagen, selten ein Spiel gehabt, was mich so sehr Langzeit motiviert hat. Guten Tag. So, wir gehen mal schlafen. In unserem wunderhübschen Zuhause. Ah, ist das herrlich. So, draußen wuseln wieder meine Eltern rum. Warte mal ganz kurz. Oh, man kann sich ja eigentlich auch mal hinsetzen, ne? Ich meine, das ist jetzt abends hier in dem Spiel. Machen wir uns ein kleines Bierchen auf, hier schön Sportschau an. Und dann geht das ab, ne? Geil. Wie kann ich aufstehen? So, gut. Ah, Bier ist leer. Sportschau zu Ende, ab ins Bett. Wie es halt so ist, der typische Samstagabend. So. Was wir machen können und was wir lange nicht gemacht haben, einmal aus dem Fenster gucken. Oh, ich will mir das mal wieder angucken. Da habe ich vorhin einen Baum abgesägt, aber das hat keiner gemerkt. So. Genau, da sollte bald eine neue Tanne sprießen, hoffentlich. Oh, das ist echt, es ist richtig wutzig geworden, ne? Life in the Woods. Guck dir das mal an, das ist echt herrlich. Unfassbar schön geworden. Und wir haben noch nicht mal richtig angefangen, eigentlich. Wir sind immer noch so im Beginning. Oh, guck mal, die Schweine sind schon ziemlich viele geworden. Ne, die habe ich ja auch so extra gemacht, ne? Das haben wir für unseren leckeres Speck-Sandwich. Warte mal, habe ich da noch eins von? Ja, irgendwo im Rucksack. Dafür haben wir die Schweine angepflanzt, in Anführungszeichen. Die Schäfchen brauchen wir eigentlich so gut wie gar nicht. Die habe ich nur dafür ein bisschen Wolle. Oh, ist das was hübsch geworden. So, dann kommen wir mal auf die andere Seite. Genau, hier wollten wir unser sensationell geiles Nita-Ding bauen. Boah, richtig cool. Also das kann ich mir vorstellen, dass das echt geil wird. Ich weiß aber noch nicht genau, wie das aussieht. Also wir werden da jetzt ein bisschen rumprobieren und rumtüfteln. Ein bisschen Terraform. Vielleicht machen wir es auch ein bisschen tiefer. Ich weiß es noch nicht genau. Müssen wir mal gucken. Im Endeffekt. Man kann es ja Gott sei Dank wieder abbauen. Habe ich noch die Diaspitzhacke? Habe ich noch da. Sehr schön mit Effizienz. Das heißt, die baut dann, glaube ich, schneller ab einfach, ne? Dann machen wir hier dann nachher so den Durchgang. Genau. Lassen dann hier diese zwei Wege zusammenlaufen zu einem. Nee. Von hier aus geht der Weg weg. So, den machen wir hier so normal. Genau, und dann geht er in die Breite. Haben wir noch Kies? Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Notfalls holen wir uns welchen. So, erstmal Gurkensalat naschen. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Dass es immer so verzögert ist, das ärgert mich ein bisschen.
So. Pass auf. So. Boah, wir waren heute richtig geil Mittagessen. In Schwenden gibt es so ein leckeres Schnitzelrestaurant. Das heißt Zeppelin. Und da gehe ich schon seit Jahren regelmäßig hin, weil das ist einfach so geil da. Die wurden, glaube ich, auch mal von Sat.1 irgendwie ausgezeichnet als allerbeste Schnitzelmachland der Welt Gedöns. Und seitdem, ja, eigentlich schon seit es das gibt, bin ich dort. Und da habe ich jetzt, seit ich wieder hier bin, zum ersten Mal wieder einen Hamburger Schnitzel gegessen. Mmh. Lecker, 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 lecker. Weiß ja nicht, ob ihr das kennt. Relativ geil, das ist einfach ein normales Schnitzel mit einem Ei. Mit einem lecker Ei oben drauf. So, Eiche, du störst. Ei, hier, verschießt. So. Und das ist für mich immer schon so eine Tradition, dass man da ab und zu essen geht. Oh, aufpassen. So. Das ist total bescheuert, was ich jetzt mache eigentlich. Ne? Eigentlich könnten wir das gleich richtig machen mit Zimmermannsblöcken, glaube ich. Oder ich mache wirklich einen Weg und dann machen wir hier so eine Treppe rauf. Das können wir auch probieren, wie das denn wirkt. Nee, pass mal auf, wenn man das so... Genau, ab hier geht so die erste Treppe rauf. 1, 2, 3, 4. Genau, dann machen wir hier mal so eine Vierertreppe und hier kommen dann so eine Art Zäune hin, ne? Der geht bis hier und dann machen wir ab hier so einen kleinen Vorplatz zum Niedertor. Verstehst? Hm. Oh, wir haben keinen... Was, wir haben keinen Sand mehr? Was ist denn da los? So. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ich hole mir mal ein bisschen Treppen des Zimmermanns. Ein paar hole ich mir davon. Habe ich da noch welche? Haben wir auch noch Kies? Das ist da zieht. Guck mal, hier haben wir noch Kies. Da nehmen wir mal zwei Stacks mit. Oder alles, was wir haben. Genau. Hier haben wir Zimmermannsblöcke. Okay. Erde haben wir hier noch. So, jetzt sind wir erstmal voll. Sehr gut. Die gehen mal weg. Und dann machen wir uns mal aus dem hier den da. So, genau. Zack. Und dann haben wir keinen Platz mehr, weil Klee. Mann, geh weg. So, super. Dann haben wir erstmal 40 Zimmermannsdinger. Und dann nehmen wir mal noch den Zaun mit. Ich glaube, da hatten wir noch einen. Da muss ich jetzt mal kurz reingucken. Ich will nichts aufnehmen. Nein, ich will nichts aufnehmen, habe ich gesagt. Zaun. Nee, das ist Garagentreppe des Zimmermanns. Ach, guck mal, da haben wir sogar noch welche. So, und... Hatten wir nicht noch Zäune aus dem Zimmermannsding? Was ist das? Druckplatte? Scheiße. Scheiße. Mir war so, als hätten wir da noch welche. Ich meine, haben wir noch mehr Treppen? Und noch mehr Treppen. Oh Gott, ich sag ja, es wird an der Zeit, dass wir hier wirklich mal aufräumen. So, super. Dann setzen wir jetzt erstmal das Treppengedöns hier hin. Haben wir noch ein paar Blöcke mit? Ja, super. Und dann machen wir uns hier so einen richtig schönen Vorort zur Hölle, könnte man das fast nennen, ne? Und auf der Seite kommen dann irgendwann die Häusers, wo wir die Ordnung reinbringen ins System. Eins. Gleich falsch gesetzt. 1, 2, 3, 4. Genau. 1, 2, 3, 4. Ups. Vielleicht mache ich das... Nee, hier machen wir den Weg noch normal. Genau. Und oben setzen wir ihn dann, glaube ich, aus Niederstein. Ich glaube, das könnte geil sein. So, dann haben wir mal das. Dann kommt hier unser Zaun. Habe ich den nicht mitgenommen? Nee, schön. Scheiße. Hat keiner gesehen. So, der Baum kann ja auch mal weg. Oh, es ist immer so mühsam zu planen, finde ich, wenn man noch nicht wirklich im Kopf hat, wie das aussieht. Ich weiß nicht, wie das ein Gronkh dann zum Beispiel macht. Ob der sich das alles so im Kopf schon zurechtlegt, wie er das so haben möchte, oder ob der einfach wild drauf losbaut. Warte mal. Das war der falsche Rucksack, danke. Den hier brauche ich. Und eine Axt. Schön. Dann tauschen wir mal ganz kurz. Yep. So, haben wir den Rucksack aufgenommen? Ja, gut.
Ja, also das würde mich mal interessieren. Ob der einfach so drauf losbaut oder ob der das schon vorher so vorzeichnet irgendwo. I don't know. Wäre mal interessant zu wissen. Lieber Gronkh, für den Fall, dass du das hier siehst, bitte einmal in die Kommentare schreiben, wie du das so machst. Würde mich interessieren. Zack. So, wir wollten ja die Treppen mitnehmen. Ach, da sind sie. Nicht die Treppen, sondern die Zäune. Ah, das war auch eine Leiter. Ich bin aber auch was doof. So, dann bauen wir uns die mal schnell selbst. Zack. Zack. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das ging. So, so, so. So, so. Das ist die Luke. Warte mal, Zaun des Zimmermanns brauchen wir, ne? Zaun. Da müsste er sein. Zauntor des Zimmermanns. Achso, da brauchen wir Sticks für. Und zwei in der Mitte. Gut. Gucken wir mal, wo wir die haben. Hier. Pass auf, Sticks haben wir hier. Zack. Ah, ich bin zu doof. Her damit! Sticks. Sticks, Sticks, Sticks. Und zwei in der Mitte. Großartig. So, wie viel haben wir da? 16 Stück nur. Fuck. Gut. Dann knüppeln wir mal ein bisschen Erde weg. Brauchen wir gerade nicht. Oder doch? Ich weiß nicht. Mal gucken. Machen hier einmal Sticks draus. Brauchen ja noch viel, viel mehr Sticks dann, ne? Scheiße. Ach, Kacke. So. Pass mal auf. Haben wir hier noch irgendwo Sticks? Da sind Fackeln. Hier. Wie viel haben wir da? Knapp zwei Stacks, ne? Ah, sogar zwei. Super. Das heißt, wir kriegen hier noch mal ein bisschen was raus. Oh, ey. Kommt. Das sind Tore, die ich mache, ne? Nein! Bin ich doof? Das sind Tore, oder? Ja. Scheiße, bin ich doof. Das heißt ja auch nicht Tor, sondern irgendwas anders, ne? Barrikade oder sowas heißt das, glaube ich, ne? Fuck. Barriere des Zimmermanns. Ich bin so ein Mongo. Naja, jetzt haben wir mal ein paar Zauntore. Für den Fall, dass wir die irgendwann brauchen. Doof. Tannen. So, Tannenstamm. Nehmen wir mal gleich zwei Stück von. Zack. Machen wir uns ein paar Bretter draus. Alter Verwalter, ich bin so dumm. Teilweise. Aber das darf man keinem erzählen, ne? Psst, ich bin nicht dumm. Nein, nein. Ich tue mal nur so. So. Kackewurst, ey. Dann ging das so. Und so. Und so. Ah, siehst du. Und dann kommt da auch gleich viel, viel mehr raus. So muss man das machen. Mann, Mann. Hier, das tauschen wir mal kurz ein. Können wir wieder wegstapeln. Hallo. Danke. Und die auch, ne? Ja. So, da haben wir wieder ein bisschen Platz. Stopp. Die kommen auch weg. So, alter Verwalter, man muss so viel nachdenken in dem Spiel, das ist unfucking fassbar. So, das Ding ist, jetzt ist es schon wieder dunkel, können wir wieder pennen gehen. Großartig. Habe den ganzen Tag nur damit verschwendet, zu versuchen, einen Zaun herzustellen. Yay, großartige Arbeit, John. Und jetzt hänge ich hier fest, oder was? Ah, geh doch. Alter Verwalter. So. Oh Gott, das darfst du doch keiner erzählen. Guck mal, wenn wir dann nachher hier schlafen und aufwachen, dann haben wir gegenüber das Nieterportal. Herrlich. So ist es natürlich gewünscht, nicht? Naja, was wollen wir machen? So. Ta-ta-da. Ta-ta-da. Ich hänge fest. So, Fischleier haben wir dabei. Für den Fall, dass hier noch Keeper rumrennen jetzt. Guten Morgen erstmal. Und ich soll aufhören zu rennen. Ah, ich muss mir das wieder abgewöhnen. Das mit dem Glowstone hier sieht mega hübsch aus. Das haben wir echt geil hingekriegt. So, hier können wir eigentlich schon mal den machen, ne? Weil dann könnten wir hier schon mal die Blöcke mit reinsetzen. Genau.
Und ich weiß noch nicht genau, wie wir es machen, was wir da reingeben. Aber, Popaba, ich glaube, das kann auch ganz geil werden, wenn wir das wirklich mit so einem Glowstone-Weg machen. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Könnte nett aussehen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass er hier nicht gleich mit Stufen oder so ersetzt. Warte mal. Passt das noch? Ja, großartig. So. Weil, wenn wir das so machen. Ich weiß es noch nicht genau. Mal angucken. So, bis hier machen wir erstmal die Erde wieder voll. Ach, ich werde mich nachher so ärgern, dass wir da das Schlafzimmer, die Aussicht so kaputt bauen, ne? Auf jeden Fall brauchen wir dann noch einen Hammer, dass wir das ordentlich machen mit dem Zaun. So. Genau. Oh, jetzt gehen wir ja hier echt schon ins Feintuning rein, möchte ich mal sagen, ne? Das ist schon sehr, sehr nett. So, blöde Margarite. Puppete, weg mit dir. Oder wir machen den Zaun aus Glowstone. Ich weiß nicht, inwiefern das geht. Aber das wäre geil, dann hätten wir so einen leuchtenden Weg. Den Weg der Erleuchtung. So. Da noch zwei nach vorne. Genau. Und dann geht das nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann müssen wir das hier auch noch machen. Hier hatten wir die Erde. Oh, das ist so viel Geklatsche jetzt. Au. 1, 2, 3. Vier. Fünf. So, Zäunchen. 1, 2, 3, 4, 5. Großartig. Dann füllen wir das mal auf. Machen wir noch alles schön. Wir machen das jetzt erstmal nur grob, damit ich ungefähr weiß, wie wir das hier abstecken müssen. So, und das wird dann halt so der Vorhof zur Hölle. Boah, das könnte richtig nice werden. Könnte richtig geil werden. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber das könnte ganz nice sein. So, pass auf. Hier müssen wir wieder abbauen, ne? Das heißt, ich brauche eine neue Schaufel. Und noch ein paar Zäune. Und sehr, sehr viel Kies erstmal. Ach Gott. Pass auf, machen wir den hier schon mal so fertig. Dass er schon mal ordentlich aussieht. So. Kacke. Mann. Warum benutze ich eigentlich dafür, ich weiß es nicht, Zimmermannsblöcke? Muss ja eigentlich nicht sein, ne? Außer wir sagen, wir wollen es nachher doch mit Niederstein oder so machen. Dann ist cool. Weil dann gehen wir einmal mit dem Hammer ran. Und dann ist ordentlich. So. Nein. Nein, 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 nein. Böses Ding. So, zack. Und zack. Zeig mal. Ja. Oh, so eine Baufolgen, Alter. Da ist man so konzentriert. Gut. Jetzt ist die Frage, woraus machen wir die Treppe? Also das Geländer quasi. Das sind ja hier die Dinger. Unsere Zäune. Wie ging die nochmal? Da bräuchten wir Zimmermannsblöcke. Ich muss den ganzen Scheiß jetzt erstmal entrümpeln. Tut mir leid. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Dass wir wieder ein bisschen mehr Platz haben. Ah, das Salz würde ich ganz gern behalten. Ah, Gott. So. Ach, hier haben wir auch nochmal eine Barriere des Zimmer. Mann, bin ich doof. Andi sieht keinen raus. Ordne den Scheiß ab. Wir gehen jetzt auf R, ne? Nee. Wie konnte ich. Doch, R. Sehr gut. So. Dann haben wir hier Sticks, alles klar. Großartig. Da haben wir den Hammer irgendwo gehabt. Gib mir den mal. Gut, der ist auch noch halbwegs fit. So, Barriere.
Und zack. Und zack. Dann machen wir mal so einmal. Genau. Großartig. Gut, dann haben wir mal die Zäune. Dann nehmen wir mal für den Rest noch die da mit. Super. Habe ich aufgenommen, ne? Ja. Und... okay, das sollte erstmal reichen. Dann gucken wir uns das mal gleich an. Wie wir da alles genau machen. Weil den Vorhof zur Hölle und so, den würde ich ganz gerne auch noch dekoratorisch ganz gerne ein bisschen anders machen. Was wir hier mal machen könnten, wenn wir schon mal da sind. Das hatte ich nämlich immer irgendwann vor. Dass wir sagen, wir machen hier noch einen Zaun rum. Dann ist das, glaube ich, auch ganz nett, optisch. Wuh. Der könnte ja eigentlich so bleiben, ne? Oder ne, machen wir den so. Ja, das ist... das sieht hübsch aus für den hier. So. Und ab der Ecke wird er dann anders. Weil dann haben wir so ein ganz normales Gartenzaun-Feeling. So. Ach, das ist doch hübsch. Und ab hier machen wir ihn so? Ich weiß nicht. Nee. Nee, so einfach, ne? Als Stickblock. Ja, komm. Aber wieso übernimmt er den nicht? Sonst haben wir gleich wieder kaputt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, Mann, jetzt komm schon. Aus welchem Material machen wir diesen Zaun? Ich weiß es nicht genau. Es muss ja irgendwas Rotes sein, ne? Eigentlich. Also irgendwas Rotes, Dunkles. Granit würde mir da spontan einfallen. So. Guck mal, das sieht doch geil aus. Oder irgendwas Düsteres, so schwarz. Aber das Haus ist halt schon so schwarz, ne? Wir könnten ihn so schwarz-rot machen. Oder halt schwarz-gelb, Borussia Dortmund-mäßig. Mit Glowstone. Wenn das geht. 1, 2, 3. Wir brauchen denn nur einen Hammer. Scheiße, habe ich überhaupt noch Eisen? Ich weiß gar nicht. Oder wir machen es aus Nietererz. Also nicht aus dem Erz, sondern aus Nieterstein. Das wäre auch eine Option, ne? So, jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich hier überhaupt noch eine Dings habe. Eine Schuppel. Eine Schippe, haben wir noch eine Schippe dabei? Nee. Scheiße. Aber Eisen. Okay. Gut, wir gehen mal runter. Das kann erstmal hier bleiben. Und dann müssen wir wieder einsortieren. Oh, Gott sei Dank überlebt. Und wir brauchen Federfallschuhe. Ganz dringend. Federfallschuhe wären gut. So, das kann mal weg hier. Der Kompost. Kompost, wo haben wir dich? Hatten wir hier nicht irgendwo einen Schlatzkompost? Schlatzkompost! Ich brauche ein neues Ordnungssystem. Hier blickt ja keine Sau mehr durch. Kagae! Ja, hier Schlatzkompost dahin. Mann. Erdbeerries. Komm mal hier hin. Salz. Salz weiß ich, da hatten wir was. Da. Super. Und das Bett kann erstmal raus. Guck mal, hier haben wir schon ein Bett. Super. Mein Eisenschwert kann dahin. Die Dia-Hacke erstmal hier hin. Dich werden wir gleich noch brauchen. Da werde ich mich dann ärgern, wenn ich dich weggelegt habe. So. Dann gib mir mal einen davon. Den lösen wir mal auf. Und dann machen wir uns hier mal Schaufeln. Machen wir mal gleich drei. So, drei Schaufeln brauchen wir.
Und den Zimmermannshammer, der ging, glaube ich, wie folgt so. Warte mal. So? Ja, gut, machen wir auch mal gleich zwei. So, gut, und dann sind wir erstmal ausgestattet. Und dann ist schon wieder dunkel, können wir wieder pengen. Alter, wie schnell geht denn das? Was soll das Spiel? Er hat noch gar nicht richtig angefangen. Guck mal, wir nehmen auch schon wieder fast eine halbe Stunde auf. Wir haben ja noch gar nichts geschafft. So, Tür zu. Und dann würde ich sagen, machen wir das noch in diesem Part? Ich weiß nicht. Oder im nächsten? So viel zu tun. Nee, machen wir noch ein bisschen weiter. Hilft ja alles nichts. Hilft ja alles nichts. So, wenn wir jetzt schon mal unterwegs sind, machen wir es gleich vernünftig. Wieso habe ich eigentlich mein Schwert nicht auf der 1? Das stört mich doch ein bisschen. Und heute haben wir gar keine FPS-Einbrüche, fällt mir gerade auf, ne? Es ist jetzt nicht wunderhübsch. Könnte vielleicht hier anlegen, warte mal. Ist jetzt besser? Sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Habe ich immer das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es sieht immer ein Stück anders. Ah, das sieht doch geil aus, wenn das hier richtig kommt. Warte mal, was ist, wenn wir hier noch einen raufsetzen? Einen raufsetzen. Ja, ich glaube, so machen wir das. So. Yes. Oh, das sieht erhaben aus, finde ich. Das ist echt schön. Dann könnten wir hier auch noch einen raufsetzen. Und hier. Genau, dass wir so einen richtigen Vorplatz bauen. Zur Hölle. Muah. So, das Geile ist, dass wir jetzt den Zaun einfach so durchziehen können. Und der dann auch geil bleibt. Hier den Baum werden wir mal wegflützen. Ist da noch einer oben drin? Ja. Au, das war wieder so klar. Toll gemacht. Kann ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen? Ach, herrlich. Gut, dass wir hier ein bisschen tricksen können. So. Ha. Hat keiner gesehen. So. Dann kommt hier der Vorplatz. Der wird ein bisschen was größer. Und ich glaube, wir werden das Niedertor nochmal abbauen. Einfach, weil wir es können. Weil wir den Platz noch brauchen, glaube ich. Bis hier könnten wir so den Vorplatz machen. Ich glaube, das ist ganz geil. So, das heißt, wir müssen hier ein bisschen terraformen noch. La, 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 la. Gut, dass ich die Hacke nicht weggeworfen habe. Okay. Und dann geht das noch ein Stück weiter. Nämlich, ich brauche Erde. Ah, so eine Arbeit, ne? Die habe ich euch größtenteils erspart im Let's Play. Weil ich die immer auf Twitch gemacht habe. Fand ich auch angenehmer, muss ich sagen. Aber jetzt machen wir es mal hier. Gehört ja auch dazu zu einem Minecraft-Spiel. Den Berg und so, den werden wir nochmal auffüllen. Dass das alles ein bisschen authentischer wird. Und nicht so seltsam hingeklatscht aussieht. So. Das heißt, hier kommt jetzt der Zaun weiter. Geh mal weg. So. So, so, so. Dann kommt da oben noch einer drauf wieder. So, genau. Ich meine, das ist jetzt nicht so der Riesenvorplatz, ne? Aber es reicht ja erstmal. Heißt auch Vorplatz und nicht Hauptplatz. Ich habe auch schon überlegt, ob wir den irgendwie in den Berg reinbauen dann. Also das Portal. Das wäre ja eigentlich auch ganz nice, ne? Die Überlegung gefällt mir gerade. Oh, die gefällt mir gerade richtig gut sogar. Dass wir sagen, wir machen dann hier einfach. Ja, so mache ich das. Ich baue hier eine künstliche Höhle rein. Hat dann so ein bisschen Witcher-Niveau. Dass da drin denn so die verzauberten Sachen sind. Also es ist ja nicht verzaubert, sondern es ist ja, wie gesagt, ein Höllenportal. Oh ja. Das könnte geil kommen. Warte mal. Dann machen wir das so. Gut. Ich mache mir einen Plan, wie wir es machen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ich bedanke mich gleich fürs Zusehen. Eine Sekunde, wir gehen hier mal ganz kurz runter. Oh, auf unserer Riesentreppe.
Yes! Zack. Und dann sage ich danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao, Baba.